Das letzte Löwentraining vor dem Testspiel am Freitag gegen den FC Basel. Trainer Kosta Runjajic legte dabei am Donnerstag selbst Hand an, um seine Mannen perfekt vorzubereiten. Und sein Konzept erscheint schon jetzt vielfältig. Vom Medizinballwerfen, Volleyballübungen, Überliegestütze bis hin zu Flanken- und Passtraining war alles dabei. Besonders engagiert war Sascha Mölders am Werke, der seinem Trainer sogar nochmal die Übungshürden aus der Hand nimmt, um weiter trainieren zu können. Daniel Adlung, der erst am Vormittag seinen Vertrag bei den Löwen um 2 Jahre verlängert hat, absolvierte seine Einheit zusammen mit Neuzugang Karim Matmur. Einzig die Neuverpflichtung aus Lissabon, Victor Andrade, hatte noch keine Freigabe, um am Donnerstag schon im Trikot der Blauen auflaufen zu dürfen. Die Weichen für das Spiel am Freitag sind aber bereits jetzt schon gestellt. Ein Video mit den Highlights zum Spiel sehen Sie im Anschluss auf tz.de.